Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video bei Perfect Green. Und heute haben wir eine richtig geile Überraschung für euch. Da hinten steht sie. Der ein oder andere hat die Überraschung vielleicht schon gesehen. Wir haben ein Ailett Stirling zu Testzwecken bekommen. Wir laufen einfach mal hin und eins vorab, bevor die Kommentare nachher voll sind. Mein Rasen sieht gerade alles andere als schön aus. Er ist komplett schwarz, was heißt komplett nicht, aber er ist relativ viel schwarz. Ich hatte Handwerker da, meine PV ist erweitert worden. Die haben ein Gerüst aufgebaut und sind auf den gefrorenen Rasen draufgelaufen. Mir steht es hier oben, aber egal, um das geht es jetzt nicht. Es geht um den Stirling. Einfach nur genial. Wir haben einen Stirling bekommen. Das ist allerdings ein Testgerät. Das ist keine Serienproduktion, deswegen hat der auch ein Transmitter drin, das sage ich aber gleich noch mehr. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach in den windgeschützten Bereich, weil wir haben keinen Wind. Heute ist ein richtiger Sturm. Los geht's. I put to my card, I know the card. Yeah, I put in the work that you don't. Day after day, I work and I play. Yeah, I'll do all the things that you won't. Even when my feet get tired, I will keep on moving higher. I'm the story you don't speak of. I'm the one they call the underdog. Every time the push comes too sharp, I'm climbing over you to reach the top. Cause I want everything and nothing at all. Yeah, I want everything and nothing at all. Cause I want everything and nothing, 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 nothing at all. Don't care what you think or what you believe. Cause I'm gonna turn the world upside down. If you wanna shot, just step in the ring. Yeah, I'ma shake your bones like thunder. Even when ich glaube, hier ist es deutlich angenehmer. Der einzige Windschutz hier. Und ich muss auch nicht so ganz brüllen. Ja, wie erwähnt, ist der Stirling hier auf der erste und der einzige Stirling auf deutschem Boden hier bei meinem Perfect Green oder auf meinem Perfect Green. Und ich sag's auch ganz klar, es ist ein Testgerät. Bedeutet, wir müssen das Gerät auch leider wieder zurückgeben nach 2-3 Tagen. Und er hat auch eine Besonderheit. Ich glaube, es ist sogar noch ein Prototyp, also es ist kein Serienprodukt, denn er hat hier auch eine, ich nenne es mal Blackbox Transmitter, wie auch immer, von Ailett montiert bekommen, denn dieses Gerät wandert in ganz Deutschland rum. Meine Station ist hier die erste und dann geht es weiter. Und dieses Gerät sammelt wirklich alle möglichen Daten. Temperatur, Fahrgeschwindigkeit, Kilometer etc. Und diese Daten fließen dann später in die richtige Produktion mit ein, beziehungsweise in zukünftige Neuprodukte mit ein. Deswegen nicht wundern, wenn hier noch Kabel rumhängen. Auch nicht wundern, wenn ihr hier einen riesen Kasten seht. Das ist später in der Serie nicht mehr da. Und da sage ich auch erstmal ein allergroßes, herzliches Dankeschön an die Firma Wassenberg GmbH, die es ermöglicht haben, dass der Ailett Stirling heute bei uns ist und wir ein sehr ausführliches Video drehen können. Die Firma Wassenberg GmbH, der ein oder andere kennt sie vielleicht noch nicht, aber irgendwann werdet ihr auch mit denen was zu tun haben, wenn ihr euch ein Ailett kaufen wollt. Denn die Firma Wassenberg GmbH ist der neue Generalimporteur von Ailett Mowers. Und deswegen wird sich auch einiges ändern. Es wird sich gewaltig viel ändern. Denn der Service in den letzten 6 bis 9 Monaten war nicht ganz so gut in Deutschland, was Ailett angeht. Denn die Firma Klaus und Mattes, der
Generalimporteur zuvor. Der hat Insolvenz angemeldet und deswegen ist auch der ganze Service etwas ins Strudeln geraten. Aber wie erwähnt, wird sich das komplett ändern. Die haben einiges vor. Ellet wird in Deutschland komplett anders auftreten. Wir dürfen leider noch nicht viel rauslassen. Wir dürfen nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass es richtig, richtig gut sein wird. Und dass wir von Perfect Green die Möglichkeit bekommen, von Wassenberg alle mögliche Ellet zu testen. Nicht nur Produkte für den Heimbereich, sondern auch reine Profi-Produkte, richtig schwere, große Profi-Geräte. Und diese Möglichkeit werden wir mal hier, mal da auch nutzen und werden sehr ausführliche Videos bringen. Doch nicht nur wir haben die Möglichkeit, Ellet-Produkte zu testen, sondern auch ihr. Denn Wassenberg hat von jedem Gerät mindestens ein Vorführgerät da, wo ihr vor eurem Kauf auch abholen könnt, ausleihen könnt und auf eurem Rasen testen könnt. Das finde ich richtig cool. Zudem haben die natürlich auch einen Schleifservice für Spindeln. Die haben alles Mögliche. Und wie gesagt, wird einiges noch mehr dazukommen. Durch die zukünftige Zusammenarbeit von Perfect Green und der Firma Wassenberg GmbH habt ihr auch die Möglichkeit, ganze 5% zu sparen mit dem Rabattcode, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Die 5% zählen auf das komplette Ellet-Sortiment. Nicht nur Maschinen, sondern auch Wechselkassetten, Zubehör etc. Allerdings mit einer Ausnahme, der Stirling ist vorerst nicht mit inbegriffen. Denn die Warteliste beim Stirling ist jetzt schon extrem lange. Der Stirling ist offiziell noch gar nicht verfügbar, sondern es ist rein nur eine Vorbestellung möglich. Und deswegen zählen hier die 5% nicht. Allerdings haben wir trotzdem was richtig Cooles für euch ausgehandelt, denn die ersten 5, die den Stirling bestellen über unseren Rabattcode, die bekommen die 5% trotzdem. Und diese 5 sind eine der ersten, die den Stirling ihr eigen nennen dürfen. Und für alle andere, die nicht unter die 5 sind, die bekommen natürlich trotzdem was. Die bekommen im Herbst oder im Winter einen Spindelschleifservice gratis, denn die Firma Wassenberg GmbH hat auch einen Schleifservice für eure Spindeln und somit könnt ihr auch jedes Jahr eure Spindel dorthin schicken. Genug geredet, ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt einfach mal den Stirling genauer an. Denn ich muss echt sagen, ich habe ihn ja zuvor auch gesehen auf YouTube bei der Vorstellung etc. Aber wenn ich jetzt so davor stehe, muss ich echt sagen, er sieht sehr klein aus. Er sieht wirklich sehr klein aus. Ich habe hier den 20 Zoll, 51 cm Schnittbreite und er wirkt klein, er sieht klein aus und einfach nur mega handlich. Wirklich richtig cool. Auch hier der Griff. Und also der ganze Griff liegt wirklich sehr gut in der Hand, das muss man wirklich sagen. Und zum Schieben und zum Zurückziehen benötigt man kaum Kraft. Ich habe noch keinen mehr gesehen, der so handlich ist, der so manövrierfähig ist, vor allem für das Betriebsgewicht. Weil er hat, ich muss selber nachschauen, 55 Kilo. Das ist nicht gerade wenig. Und hier muss ich aber echt sagen, die 55 Kilo merkt man absolut nicht, wirklich nicht. Das Gewicht ist auch sehr gut ausbalanciert. Das Gewicht ist extrem hecklastig, extrem auf der Heckrolle. Die Frontrolle, die merkt man eigentlich kaum. Aber wenn ich hier mal meine Finger drunter tue, ich merke so gut wie nichts. Er ist wirklich perfekt ausbalanciert. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen, ich habe auch hier mal hochgehoben, weil das war ja ein Problem von anderen Mähern. Er ist links und rechts gefühlt gleich. Ich werde ihn aber noch auf die Waage draufstellen und in einem ausführlichen Test, wenn wir irgendwann vielleicht auch mal einen unser eigenen nennen dürfen, dann machen wir darüber auch noch ausführliche Tests. Ja, ich hätte gesagt, wir schauen uns hier mal das Bedienfeld an, weil es ist mal was völlig anderes und ich finde es richtig cool. Er lässt sich wirklich kinderleicht bedienen. Total genial. Ich komme aus meinem windgeschützten Bereich raus.
denn ich möchte es euch hier einfach mal zeigen. Ihr habt hier einen Schalter, da könnt ihr den komplett ausschalten, da geht gar nichts. Und wenn ich jetzt einmal einschalte, dann geht er relativ langsam und jeder Klick erhöht die Geschwindigkeit richtig schön und angenehm. Die Maximalgeschwindigkeit muss man schon fast rennen, das ist echt cool. Und wie gesagt, wie schon erwähnt, das Handling ist genial. So, wir gehen jetzt einfach mal wieder darüber, denn die Spindel schaltet man hier an, in dem Bereich. Ihr habt hier einen Sicherungsschalter und hier könnt ihr dann die Spindel anschalten. Und was ich richtig geil finde, und das vermisse ich auch bei meinem Liberty, ihr habt hier die Möglichkeit, die Spindel, die dreht immer gleich schnell. Habe ich schon festgestellt, egal in welcher Einstellung, die dreht immer gleich schnell. Das bedeutet, dass ihr auch beim Lüften, beim Vertikatten, beim Bürsten etc., da die Spindel gleich schnell dreht, könnt ihr einfach langsamer gehen und habt somit einen besseren und effektiveren Erfolg. Das finde ich echt richtig gut gemacht. Ansonsten, wie gesagt, der ganze Griff ist wirklich sehr angenehm. Er ist schmal, liegt perfekt in der Hand und somit hier oben gibt es schon mal gar nichts zu meckern. Den Griff könnt ihr dann natürlich auch Höhen verstellen und das finde ich auch richtig cool gelöst. Ihr könnt ihn hier aufmachen, könnt ihn hochziehen, könnt ihn runterschieben. Somit sieht alles trotzdem noch schön aus und ich denke, da ist auch dann wirklich für jeden was dabei. Und zudem könnt ihr auch noch hier, und das finde ich richtig cool, habt ihr hier die Möglichkeit, den Griff in der Neigung zu ändern in gesamt drei verschiedenen Positionen. Einmal runter, einmal Mitte und einmal ganz hoch. Und ich denke, da ist für jeden irgendwas dabei. Was auch schon mal richtig gut ist, zum Spindel einstellen etc., Schnitttest, könnt ihr auch den Mäher einfach ohne Probleme umlegen. Ihr kommt hin. Und das ist auch das Schöne, egal in welcher Position, selbst wenn er ganz unten ist, bleibt der Mäher trotzdem liegen. Er macht keine Kanten oder Macken in den Rasen. Das ist alles gut. Und ihr habt auch hier noch eine Möglichkeit für eine komplette Wartungsposition. Hier kommt ihr besser an die Spindel ran und hier könnt ihr auch den Mäher komplett umlegen. Allerdings müsst ihr hier aufpassen, denn da, wenn ihr jetzt noch weiter runterkommt, das würde ich euch empfehlen, macht das dann bitte auf dem Asphalt, um den Mäher ganz umzulegen, denn sonst bohrt sich diese Kante in euren Rasen rein und dann kommt ihr aber wirklich komplett auch an die Heckwalze ran. Also richtig cool. Und in dieser Position ist der Mäher übrigens komplett ausgeschaltet. Da passiert gar nichts. Da ist ein Notaus drin. Also auch gut gelöst soweit. Dann hätte ich einfach gesagt, wir schauen uns mal den Akku an, weil das ein richtiges Kraftpaket. Akku geht sehr einfach raus. Der kommt von der Firma Ego. Das ist, glaube ich, ein deutscher Hersteller. Und was ich richtig cool finde, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ich finde es geil. Ich drücke hier drauf und dann fährt das Teil so richtig schön hoch und man sieht die Akkustandsladeanzeige. Finde ich auch genial. Die Akkus kann man natürlich alle rausnehmen, somit auch laden, austauschen. Ich habe 2-3 Akkus, im Winter ist gut, Akku rauszunehmen. Das ist jetzt ein 5 Amperestunden Akku und den gibt es sogar bis 12 Amperestunden. Und ich glaube, das reicht richtig, richtig lange. Ansonsten rein, hier haben wir noch einen Sicherungsstift, wie bei allen Elektrogeräten auch. Und das war's. Und jetzt kommen wir zum richtig geilen Feature. Ich hätte einfach mal gesagt, Höhenverstellung. Das ist sehr wichtig und die schauen wir uns jetzt an. Die Schnitthöheneinstellung, ihr habt hier ein Rädchen und ihr könnt hier von 5 mm bis auf 50 vom Schneiden machen. Und alles andere, was Vertikat angeht oder dann Lüften, könnt ihr sogar bis auf minus 15 mm. Ich stelle ihn jetzt mal runter. Es geht wirklich total einfach, richtig genial. Ich stelle ihn jetzt mal auf 20 mm. So, sollten ziemlich genau 20 mm sein. Und das Ganze überprüfen wir jetzt, weil das ist immer ein Riesenproblem von solchen Mähern, dass die irgendwas anzeigen und das passt gar nicht. Hier schauen wir mal, was er da macht. Wir stellen auf 0, gehen hier runter. Ich
Schaut euch das mal an. Ich habe auf 20 mm eingestellt und er hat 19,9. Er schwankt. Da würde ich sagen, ich habe alle möglichen Schnitthöhen auch durch. Bei 5 mm, 10 mm, 25, 30, alles durch. Und er hatte wirklich nur eine Abweichung von 0,1, allerhöchstens 0,2 mm. Ganz großen Respekt, richtig geil gelöst, richtig gut gelöst. Ich bin einfach bisher sehr angetan von dem Mäher. Machen wir am besten vorne weiter mit der Frontrolle. Abstreifer, ja, ihr habt es richtig gehört, er hat einen Abstreifer. Die Frontrolle ist jetzt aktuell eine glatte Ausführung. Es soll aber auch eine profilierte Frontrolle kommen. Und ihr habt hier auch einen Abstreifer, wenn ein Regenwurmhäufchen oder so mal überfahren wird, dann wird es auch gleich wieder abgestriffen. Und hier unten seht ihr auch den berüchtigten Alletkamm, der dann euer Gras wieder durchkämmt. Das finde ich soweit in Ordnung, kann man nicht meckern. Und ein richtig cooles Feature kommt jetzt, denn Alet wirbt, dass man die Kassette in lediglich 12 Sekunden wechseln kann. Ich habe mir das ganze System angeschaut. Ich muss sagen, verblüffend einfache, aber geniale Technik. Und zwar müsst ihr hier lediglich zwei Hebel entsichern. Das ist einmal dieser Hebel, den macht ihr nach unten. Und einmal diesen Hebel, den macht ihr nach oben. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier mit dieser einfach nach oben, mit diesem Hebel nach oben, und schon könnt ihr die Kassette ausbauen. Und ich habe sie schon in der Hand. Und beim Einbauen geht es dann genauso schnell. Einfach Kassette wieder rein, Hebel nach unten, bis er einrastet. Ihr habt es gehört, Klick. Einmal runter, einrasten, Sicherungshebel rüber, den rüber, und das war's. Und ruckzuck habt ihr gewechselt von Spindel auf, was gibt's denn alles? Verticat, Vertikutierer, Lüfter, Aerifizierer und Bürste. Richtig cool gelöst, ganz großen Respekt. Und vor allem, mich hat's interessiert, wie funktioniert das überhaupt? Denn ich habe es nirgends gesehen, kein Instagram, kein YouTube, und das zeige ich euch jetzt, wie genial diese Technik ist. Wir schrauben einfach mal den Deckel weg und dann schauen wir mal die Technik an, was dahinter steckt. Ihr seht auch hier, es sind lediglich zwei Schrauben zu öffnen. Allerdings muss man hier, muss man ehrlich sagen, muss man hier nicht wirklich ran. Den Deckel selber bewerte ich jetzt mal noch nicht. Ich bewerte ja generell wirklich nur mal ein paar Features. Ich weiß nicht, ob der bleibt, ob da noch was anders hinkommt, wie auch immer. Deswegen möchte ich es nicht bewerten. Allerdings, ihr habt hier auch Bürste dran. Auch cool, dass kein Grasabschnitt reinfällt. Ja, so sieht die Technik aus. Erstmal sehr komplex, aber wirklich relativ einfach. Ihr habt hier den Motor, der denn für den Vortrieb sorgt. Der treibt erstmal den kompletten Mäher an. Und hier sitzt ein Motor drin, der wiederum die Spindel antreibt. Also es sind zwei Motoren mit A 56 Volt und somit haben die richtig, richtig Power und richtig Kraft. Wie gesagt, treibt er über einen Doppelzahnriemen, treibt er hier diese Einheit an und hier sitzt die Spindel. Und wenn ich jetzt die Spindel hier öffne und die hier rausmache, dann wird der einfach nur entspannt und ich kann die ganze Spindel hier rausnehmen und habe das Ganze hier in der Hand. Setze ich es wieder ein und ich drücke den Hebel nach unten, dann ist hier wieder ordentlich Spannung drauf und das Ganze wird angetrieben und das war's. Wirklich, eigentlich total simpel, total einfach, aber da muss man erstmal drauf kommen. Soweit zur Theorie. Das Wichtigste ist natürlich das Mähen. Das machen wir jetzt. Ich mähe 1, 2, 5 Bahnen, vielleicht auch meinen ganzen Rasen. Ihr seid dabei und ich möchte aber auch hier im Mähbild oder im Schnittbild kann und werde ich nicht viel beurteilen können. Wir haben erst Ende Februar. Ihr merkt, es ist auch richtig kalt. Das Gras wächst noch nicht wirklich stark. Deswegen kann ich auch
noch nicht viel beurteilen. Ich kann nur das Handling beurteilen. Wie gesagt, das ist schon richtig gut. Aber ihr seid trotzdem dabei, wie ich die ersten paar Bahnen auf deutschem Boden mähe. Und ich freue mich jetzt richtig, denn wir legen einfach los. I was always inclined to make history, but I never really had the time. Spent my life living dangerously, never worried how I'm getting by. I'm out here working, trying to do what I can. I'm out here sweating, dripping blood from my hands. Doing what I'm good at. Trouble comes for me, it was always gonna find me out. I'm gonna keep on walking, taking what I need. Ain't nothing gonna touch me now. I'm out here working, trying to do what I can. I'm out here sweating, dripping blood from my hands. Also die ersten 100 Quadratmeter habe ich jetzt mal gemäht. Leute, ganz ehrlich, das Teil ist geil. Ich habe mich echt verliebt. Er hält trotz glatter Frontrolle sehr gut die Spur. Die Geschwindigkeit ist wirklich perfekt. Also ich war jetzt 2 Stufen unter Maximum und sie ist wirklich perfekt. Er lässt sich so leicht um die Kurve manövrieren. Er ist einfach nur geil. Die Lautstärke, die ist gut, die ist wirklich deutlich leiser als der Liberty. Man hört vielleicht so übers Mikro, habe ich nämlich auch immer bei den YouTube-Videos von Elliot gehört, so einen hochfrequenten Ton. Ja, er ist etwas hochfrequent, aber absolut nicht störend. In der Realität hört es sich viel sanfter und besser an als im Video. Deswegen muss ich echt sagen, gibt es für mich auch keinen Kritikpunkt. Da kann man theoretisch auch sonntags mähen. Also er ist wirklich, wirklich sehr gut. Ich mähe jetzt mal noch weiter und dann hätte ich gesagt, seht ihr nochmal eine kleine Überraschung, ein kleines Feature. Denn die Kassette, die haben sie auch etwas geändert. Die Spindel ist etwas anders und die dürft ihr dann auch nochmal sehen. Das finde ich richtig cool. Ihr könnt entweder nur mit der linken oder auch nur mit der rechten Hand mähen und müsst nicht immer beide Hände am Lenker haben oder am Steuerpult oder wie man auch immer dazu sagt. Ja, ansonsten, was ich bemerkt habe, mein Rasen ist brutal uneben. Es wird Zeit, dass Frühjahr wird und da hopft er noch etwas rum. Ich wollte euch noch die Kassette zeigen, genau, weil die Spindel, die haben die Spindel geändert beim Stirling. Total geil, oder? Die Spindel haben sie geändert. Müssen wir schauen, ich habe keine Handschuhe an. Die haben hier zum einen mal einen richtig dicken Bolzen, ja. Die haben das Untermesser hier geändert. Es sind mehrere Schrauben drin und vor allem auch massiver. Und das Untermesser ist auch hier deutlich dicker. Und der Winkel ist auch etwas anders. Dadurch läuft die Spindel wirklich
nahezu berührungslos, oder diese ist jetzt berührungslos und schneidet trotzdem richtig gut ab. Echt genial. Und ihr könnt auch übrigens eure Kassetten vom Kensington, Liberty etc. könnt ihr auch von Sterling einsetzen, denn hier gibt es einen Adapter. Das ist im Prinzip nur, da kommt das Kunststoffrad weg vom Liberty und kommt dieses Rad drauf, und dann könnt ihr auch eure Kassetten vom Liberty im Sterling einsetzen. So schnell ist eine Kassette aus, wieder eingebaut. Finde ich echt cool. Ja, das war's soweit. Ich muss sagen, der erste Eindruck von dem Sterling ist wirklich sagenhaft gut. Es kann natürlich sein, dass noch mal hier, mal da der ein oder andere Schwäche ans Tageslicht kommt, was ich jetzt nicht beurteilen kann von 100 Quadratmeter oder gesamt 300 Quadratmeter Mähen. Da muss man ihn einfach länger im Alltag haben, aber aus meiner persönlichen Erfahrung von allen Mähern, die ich bisher hatte, kann ich auch wirklich sagen, dass dieser Sterling wirklich richtig gut ist. Und ich glaube nicht, wenn jetzt noch eine Schwäche kommen sollte, dann sind es wirklich nur Kleinigkeiten wie ein paar Materialverarbeitungen etc. Wie gesagt, Deckel etc. kann und will ich jetzt noch nicht beurteilen, aber sonst im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, macht er einen richtig guten Eindruck, und ich freue mich echt, dass ich jetzt noch ein paar Quadratmeter mähen darf. Ich freue mich auch, wenn ihr einfach mal unseren Kanal abonniert oder einfach in die Kommentare reinschreibt, was ihr von dem Sterling haltet, ob ihr ihn genial findet oder ob ihr schon einen bestellt habt. Wenn nicht, dann wird's Zeit, bestellt ihn. Die Saison geht bald wieder los. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Videos, wenn wir irgendwann mal einen haben werden, und verabschiede mich somit. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.